Ein herzliches Willkommen zurück, liebe Fangemeinde oder so. ich möchte wieder anfangen, ein bisschen zu Let's Playen, und zwar leicht. Oder? Das ist ja auch zu einfach dann, oder? Ja, ne, wir lassen es mal so. Ja, ich möchte mit 4-2 beginnen. Hatte ich eigentlich schon ziemlich lange vor. Aber hat sich irgendwie nie richtig ergeben. Und fangen wir damit jetzt einfach mal an. Alle, die 4-1 gespielt haben, wissen, worum es so ziemlich geht. Das hier ist jetzt so dieser Teil, wo diese hübsche, sexy einmal ausbricht und euch hinterher stalkt, was eigentlich eher der Fall für einen Psychotherapeuten ist, aber ja, wir haben uns den Fall angenommen und wollen das dann halt mal lösen hier. Und da scheint jemand stark seine Menstruation zu haben. Anders könnte ich das jetzt nicht beschreiben, aber nun denn. Okay, das scheinen wir zu sein. Das ist irgendein Kind. Ja, okay. Wir können uns bewegen und deswegen laufen wir hier mal durch diese schöne Stadt hier. Oh. Könnte auch Annie sein, ne? Aus League of Legends irgendwie. Also hier will ich auch wohnen. Hier ist bestimmt immer warm. Eine Schaukel? Also darf ich mein Kind aber nicht draufsetzen. Okay, gehen wir mal durch. Okay, das ist strange. Das ist noch stranger. Okay, das war eklig. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Setz dich, Red. Ich wollte gerade sagen, touch mich nicht so an. Beckett, ich muss deinen Visor kalibrieren. Gut, fertig. Was wollen die denn von dieser Aristin-Tussi? Keine Ahnung. Wir stellen keine Fragen, Red. Wir gehorchen. Stokes, sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristin, Präsidentin der Armacom Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehren. Also der rechts neben mir, der ist auch nicht bei der Sache, glaube ich. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armacom-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte. Und der hat Restless-Leg-Syndrom oder so. Wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Ach, das ist da noch einer. Und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. CENTCOM glaubt, der Aufsichtsrat von Armacom möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristin auszuschalten. Fox, geh mit Stokes. Okay. Okay. Manny, setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Na dann. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag Heulsusen nicht. Also, los jetzt. Viel Spaß. Hängt dran, Leute. Finger stillhalten. Der Auftrag lautet, Aristin zu finden, nicht zu töten. Scheißdreck, Mann. Was ist an der so wichtig? Soll das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armacom-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Eure Haltestelle, Jungs. Tschüss. So. Also wir befinden uns jetzt hier vor diesem schicken Apartment hier und gehen jetzt einfach mal ins Gebäude. Red, Beckett, wie sieht's aus? Alles ruhig, Tom. Okay, gehen wir hinein. Boomers Kaffee. Oh, ob wir da noch einen Kaffee kriegen? Ich glaub's nicht, aber... Jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten in den Kopf. In der Lobby gab's auch Tote. Einer sicher, der andere wahrscheinlich dem Blut nachzuurteilen. Wäre auch zu schön gewesen. Ich hätte gern einen super starken Latte Macchiato mit weißer Schokolade. Kannst auch meine Latte haben. Das sind aber viele Stufen. Ich glaube, das Tor ist zu, Junge. Stell dich so an, du Fettsack. Die Stufen hochlaufen, oder?
kann ich denn hier rüber? Achso, okay. Okay. Komm, Pussy. Hast lang gebraucht. Beckett hat die Aussicht bewundert. Natürlich, jetzt bin ich ja schuld. Und im Tod durch Beckett. Okay. So ein kleiner Piep. Da soll man nichts sagen, ja? Oh, oh, oh. Hinterzimmer klar. Noch mehr Menstruation. Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse, aber offenbar ist er blockiert. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht er lieber zu Fuß? Vergiss es. Da ist einer fast verblutet. Wohl ein Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arteria subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen, ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Jetzt. Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Viel Spaß damit. Nicht schon wieder. Keegan, was ist los? Das war merkwürdig. Er blutet. Er hat das H-Wort gesagt. Verdammt! Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter. Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm. Naja. Shadow Basisbuch, eindeutig. Na, kleine Maus, du. Warum tragen die eigentlich bauchfrei, ey? Ist doch überhaupt nicht irgendwie sicher. Ich glaube, sie haben meine Arterie getroffen. Mann, lass es gut sein. Schöner Blick, was? In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähle auf dich. Und achtet auf eure Ziele, Leute. Niemand Ja, mach doch selber. Prima, Beckett. Prima, Beckett. Ich weiß. Da lag doch noch was. Lass ich mir nicht hingehen. Hey, Beckett, hier drüben. Ja, warte doch mal, Bitch. Oh Mann, warte. Ich bin so sauer, ich muss erstmal was umwerfen. Ihr geht hier durch. Juhu! Ich suche den anderen Eingang. Okay, das hört sich nicht gut an. Kleiner Wichser! War wohl nix. das war jetzt aber fail, weil ich wüsste jetzt gar nicht, wo... Ja doch. Shift ist Spinnen. Dein Maul. Oh, Granaten. Okay. Wollen wir mal Party? Du blöder Wichser. Thank you.
Aha. Oh, da ist ja noch einer. Hallo, Baby. Okay. Weiter geht's. Oh, erstmal eine Runde Minecraft spielen. Nee, ich glaube lieber nicht. Tülü, ihr Wichser. Jetzt wäre ich selber schon paranoid, ey. Maschinenpistole voll? Ja, Tatsache. Oh Mann. Ich lasse ungern Muni liegen. Okay. Top, ich bin jetzt oben. Alles klar hier. Wurde auch Zeit. Versuch Stokes und Beckett zu erreichen. Also, falls sich einige fragen, warum okay. Ich hier mit meiner Pistole schieße, das liegt daran, dass ich, also man merkt über die Zeit, dass die Muni ganz schön ausgeht. Deswegen versuche ich die ein bisschen einzusparen. Hier war bestimmt eine richtig fette Party. Und ich war nicht da. Ich war nicht da. Oh Mann. Na dann, wollen wir mal. Jawohl. So mag ich das. Hallo, Bitch. Na, was hätten wir denn gerne? Was gibt's denn alle hier? Baked Beans. Cream Corn. Was ist das? Tomato Sauce. Ja, können wir ein bisschen Spaghetti machen? Na, passt schon. Was haben wir da Schickes? Ja, nicht Prill. Oder so. Fruit Cocktail. Das kenne ich auch nur irgendwo. Diese kleinen Dosen, wo dann diese kleinen Früchte alle drin Mama, waren, die, mit denen man dann Obstsalat machen konnte. Die kenne ich auch noch. Alles ruhig. Euer Ernst? Hallo, Penner! ja, super. Ich ahne schon, dass wir klettern müssen. Der war beim Chinesen. Was steht denn da? Station locked. Okay. Dann ist das nun mal so. Dann wollen wir mal klettern gehen. So wie ich mich kenne, falle ich da gleich runter, weil ich bin so ein typischer Fall von Tollpatschigkeit, aber nur denn. Okay. Hat doch gut funktioniert. Ist mal was anderes. Wir sehen mal keine Leute durch ein Fenster, die abwügelt sind oder so. Was zurzeit so häufig vorkommt. Leute. Oh, ich wollte sagen. Ja. Bei mir in der Stadt übrigens auch. In einem Parkhaus. Also es wird immer primitiver, irgendwie. Was zum Teufel ist hier los? Also so im Normalfall würde ich das ja ganz romantisch finden, so mit den Lichtern, aber
ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Oh mein Gott! Was war das? Okay.